Krankenhäuser sind routiniert im Umgang mit Krisen. Das ist ihre Aufgabe. Allerdings hat die Corona-Krise und auch sie an die Belastungsgrenze gebracht. Insbesondere auch wegen der psychosozialen Belastung, denen die Menschen und damit natürlich auch die Mitarbeitenden ausgesetzt sind. Hinzu kommt, dass der Mangel an qualifiziertem Personal ein erhebliches Problem darstellt, das durch den demografischen Wandel noch verschärft werden wird. Gleichzeitig administrieren, dokumentieren und bürokratisieren wir uns zu Tode und die Misstrauenskultur nimmt eher zu als ab. Hier bedarf es ebenfalls dringend einer Verbesserung. Letzteres soll nun mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens und des KHZG verbessert werden, womit wir aber gleichzeitig auch bei einer weiteren Herausforderung stehen. Viele Digitalisierungsprojekte, die parallel in Angriff genommen werden, sollen mit geringen IT-Ressourcen realisiert werden, was durchaus eine Herausforderung darstellt. Und vielerorts fehlt ein strategisches Gesamtkonzept mit dem Ziel zu klären, was wir eigentlich wollen. Es geht meist, so mein Eindruck, nach dem Motto "We have the solution, where is the problem?" Aber wir als Verantwortliche müssen sagen, was gebraucht wird und wo wir die realen Potenziale sehen. Daher sehe ich in der Digitalisierung nicht nur den vielbeschworenen Digital Boost, ich sehe in dieser Technologie die Möglichkeit, sich an den Anforderungen der Klienten zu orientieren und nicht an den Anforderungen der Institutionen. Zwar wünschen sich viele Mitarbeitende eine Entlastung und Vereinfachung durch Digitallösungen und endlich die Möglichkeit, den Fokus auf die Anforderungen der Klientinnen und Klienten und ihrer Angehörigen zu lenken. Viele glauben aber noch nicht daran, beziehungsweise glauben nicht mehr daran. Der Grund dafür? Nun, in der Vergangenheit sind Digitalprojekte zu häufig gescheitert, beziehungsweise verwässert worden. Beispielsweise, weil die Projekte zu komplex waren, die Mitarbeitenden unzureichend qualifiziert oder auch nicht eingebunden wurden. Es zu wenig Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender gab, weil die mit der täglichen Bürokratie kämpfen mussten und keine Zeit hatten nachzudenken. Damit IT-Projekte gelingen, bedarf es eines guten Veränderungsmanagements. Das Personal muss sich mit der Idee und den Lösungsoptionen auseinandersetzen, geschult werden und erstklassige Unterstützung während der Anwendung erhalten. Im üblichen Schichtbetrieb ist das keine einfache Herausforderung. Neulich sagte mir ein Kollege, man brauche keine Digitalisierungsstrategie, weil der Gesetzgeber so viele normative Vorgaben vorschreibt. Ich sage, wir brauchen gerade aus diesem Grund eine Strategie, die dann auch breit diskutiert wird. Sonst werden nur Gesetze befolgt, ohne Sinn und ohne das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Natürlich ist das Geld willkommen. Wir hängen bei der Digitalisierung ja international deutlich hinterher. Aber noch mehr Projekte als bislang parallel erfolgreich umzusetzen, darauf müssen wir uns gut vorbereiten. Sonst verfügen wir zwar über neue Hard- und Software, aber nicht mehr über entlastete und kompetentere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz wird die Anzahl der zu implementierenden Digitalprojekte und die Nachweisbürokratie nochmal deutlich steigern. Deshalb müssen wir bereits im Vorfeld die Voraussetzungen schaffen, um uns entsprechend auf die Welle von Systemneueinführungen vorzubereiten, die da auf uns zurollt. Organisatorisch, personell sowie technologisch und politisch. Und letzteres bedeutet mehr Mitsprache der Nutzerinnen und Nutzer bei solchen investitionspolitischen Entscheidungen. Also ich würde es begrüßen, wenn wir über die Sektoren, über den Tellerrand schauen könnten. Denn das KZG gilt im Sektor Krankenhaus. Wir haben aber als psychosozialer Anbieter schon unsere liebe Mühe, unsere Themen im Kontext Krankenhaus einzubringen, da wir weder operieren noch Unmengen an Materialströme zu organisieren haben und, naja, Portallösungen für Klientinnen und Klienten andere Schwerpunkte berücksichtigen müssen. Ferner ist zum Beispiel das Entlastmanagement ein Management im direkten sozialen Bezug der Menschen. Und da kommen auch die Sektorengrenzen wieder ins Spiel. Die Finanzierungslogik des KZG zwingt uns, Trennlinien zum Beispiel in der Eingliederungshilfe oder auch im Arbeitsmarkt direkt zu ziehen. Zwei Sektoren, die bei uns eine große Rolle spielen. Und Nutzerinnen und Nutzer sind Menschen, die nicht verstehen, warum es auch in digitalen Prozessen zu Abbrüchen, Systemwechsel, anderen Standards kommt.
Kurzum, wenn eine Fee käme, würde ich mir wünschen, lasst uns mit der Digitalisierung die Sektorengrenzen überwinden. Ein Standard, orientiert am Menschen in allen Sozialgesetzbüchern.